Hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren Zwischenbericht zu Leitstellenspiel.de. Es geht um die Polizei. Und ihr seht schon, meine Polizeiwache hat zwei Fahrzeuge. Das heißt, der Fahrzeugmarkt, der funktioniert jetzt inzwischen. Das heißt, man kann sich mehrere Fahrzeuge kaufen, wenn man dieses Gebäude entsprechend ausgebaut hat. Was auch funktioniert, ist die Alarmierung. Da ist jetzt auch hier die Polizei als eigener Reiter mit den beiden Fahrzeugen, die ich habe. Und natürlich, ja, last but not least, für viele wichtig, die Alarm- und Ausrückeordnung. Auch hier kann man jetzt für die Polizei angeben, wie viele Funkstreifenwagen benötigt werden. Hier, ihr seht es vielleicht auch schon, auf Facebook wurde ich und auf YouTube wurde ich von vielen darauf aufmerksam gemacht, dass die Abkürzung, die ich benutzt habe, nur in NRW so benutzt wird. Deutschlandweit ist das wohl die Abkürzung für einen Funkstreifenwagen. Die habe ich jetzt natürlich auch übernommen, weil das Spiel ist ja nicht auf NRW zentriert, sondern wenn die Mehrheit der Bundesländer sagen, das ist die Abkürzung, dann nehmen wir die natürlich auch. Also wie gesagt, die Alarm- und Ausrückordnung, die funktioniert jetzt auch. Wenn ich jetzt hier zu irgendeinem Einsatz meine Polizei-Alarm- und Ausrückordnung anwende, dann seht ihr schon, mein Funkstreifenwagen wird markiert. Ja, im Prinzip ist bei mir auf meiner Seite jetzt soweit alles fertig. Ich teste jetzt noch ganz viel durch und probiere nochmal alles so ein bisschen rum. Morgen wird es dann die Polizei geben. Ganz wichtig, zu Anfang wird es erst einen Einsatz geben, den Ladendiebstahl. Weitere kommen dann später dazu. Aber ich möchte erstmal klein anfangen, um zu gucken, ob wirklich alles funktioniert. Und ja, ihr könnt dann auch Rückmeldung geben, ob wirklich alles funktioniert oder ob ich noch irgendwo einen Fehler habe. Das war's von mir für heute. Ich freue mich auf morgen und würde sagen, bis morgen. Danke, ciao.